auf dem Wege zu einem Europa, in dem Ost und West nicht mehr die Waffen aufeinander richten, sondern Nutzen aus Handel und Wandel, dem Austausch von Waren und Werten, Fähigkeiten, Kenntnissen und Ideen der Menschen ziehen, wurden in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin neue Markierungspunkte abgesteckt. Zu einer nun schon historisch bedeutsam zu nennenden Tagung trat im Mai 1987 der politisch beratende Ausschuss der Staaten des Warschauer Vertrages zusammen und verabschiedete die Militärdoktrin unseres Bündnisses. Sie zielt ganz konsequent darauf ab, jeglichen Krieg zwischen dem Nordatlantikpakt und dem sozialistischen Militärbündnis zu verhindern und demzufolge die Verteidigungsfähigkeit unserer Länder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Das Wesen unserer Militärpolitik beruht auf Vertrauen, Sicherheit, Frieden. Für die DDR ist Frieden Verfassungsgebot. Sie handelt nach dem Grundsatz, von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Kein Volk und keinen Staat betrachtet sie als Feind. Militär, Luftwaffen, Marine und Verteidigungsattachés aus 27 Staaten sind bei uns akkreditiert. Regelmäßig werden sie zu Exkursionen eingeladen, um Land und Leute kennenzulernen. Die Festung Königstein und das tausendjährige Bautzen, Stätten wechselvoller deutscher Geschichte, regen an zum Nachdenken über Krieg und Frieden. Militärs sind oft Gäste in unserem Land, da wir auch auf militärpolitischem Gebiet vertrauensbildend wirken wollen. Treffen mit dem Minister und seinen Stellvertretern bieten zu Gesprächen Gelegenheit, die dem besseren Kennenlernen dienen. In Garnisonen, Ausbildungsbasen und auf Übungsplätzen können sich Militär- und Verteidigungsattachés vom Leistungsstand der Nationalen Volksarmee überzeugen. Bei Besuchen in Lehreinrichtungen und Truppenteilen bekommen sie Einblick in Methoden und Ergebnisse der Erziehung und Ausbildung. Diese Möglichkeiten zu vielfältiger Information sind ein Beitrag der DDR im Sinne der Stockholmer Beschlüsse. Elektronischen Ausrüstung, der Hydraulik und Pneumatik. Dem mussten wir überhaupt. Dem gleichen Anliegen dient der Empfang einer Vielzahl von Militärdelegationen. Der Verteidigungsminister der UdSSR, Armeegeneral Dmitri Jassow, beim höchsten Repräsentanten der DDR, Erich Honecker. Der Gedankenaustausch mit den Verbündeten wird mit dem Ziel geführt, durch Rüstungsreduzierung den Frieden zu stabilisieren. Durch eine stets notwendige Gefechtsbereitschaft den militärischen Schutz unseres Staatenbündnisses zu gewährleisten. Die DDR empfängt jährlich etwa 45 Militärdelegationen und Abordnungen, auch aus neutralen und nicht paktgebundenen Staaten. Indische Militärs mit General Sundarji in einem Ausbildungszentrum der Landstreitkräfte.
zu Gast bei der Volksmarine unter Leitung von General Tauschitz, einer Abordnung aus Österreich. Schweizer Generale und Offiziere können sich umfassend über die Ausbildung unserer Streitkräfte informieren. Korpskommandant Mabillard gibt seine Eindrücke wieder. Ich habe mich mit militärischen Problemen befasst, hauptsächlich. Ich hatte Gelegenheit, die Offizierschulen ihrer Armee zu besuchen. Und auch gleichzeitig hatten wir Gelegenheit, kulturelle und historische Städte ihrer Republik zu besuchen. Und ein Höhepunkt, das war in Dresden, als wir eine Vorführung beiwohnen konnten. Das war sehr interessant. Hatten Sie auch Kontakte mit unseren Soldaten? Oder welchen Eindruck machen auf Sie unsere Soldaten? Also ich könnte meine Eindrücke in einem Wort zusammenfassen, ausgezeichnet. Was ich gesehen habe, war sehr guter Qualität. Die Planung, die Programmierung, die Ausbildungsmethoden, Kontrolle der Ergebnisse und so weiter, alles war, das war sehr gut. Das hat uns, mir und meiner Delegation, einen guten Eindruck gemacht. Das Stockholmer Dokument gibt der DDR neue Möglichkeiten und Verpflichtungen für ihre Friedenspolitik. Die Absicht ist eindeutig formuliert: etappenweise wirksame und konkrete Schritte zu unternehmen, um Vertrauen zu vertiefen und Sicherheit zu festigen. Jedem Teilnehmerstaat der KSZE wird gestattet, ein Ersuchen um eine Inspektion an einen anderen Teilnehmerstaat zu richten. Neben der breiten Nutzung der Institution der militärischen Beobachter wird die Überprüfung übergebener Daten durch Inspektionen vor Ort von den Regierungen genutzt, um Misstrauen abzubauen. Я с вами согласен. Господин Еншин недавно был у нас, и мы Ich bin mit Ihnen einverstanden. Со своей стороны. Herr Еншин war vor kurzem bei uns in der Sowjetunion. Довольны итогами встречи его с генеральным секретарем товарищем Горбачевым. Und wir sind zufrieden mit den Resultaten seiner Gespräche mit dem Generalsekretär des ZK, der KPDS, Genossen Gorbatschow. Das hat sich aber auch gezeigt, dass über den Buchstaben der Bestimmungen hinaus noch sehr viel Spielraum ist, das Dokument mit viel mehr Geist und Substanz zu erfüllen. Und auch auf dem Gebiet haben wir manchen Schritt zurückgelegt und ich hoffe, werden wir auch noch manchen Schritt zurücklegen. Zu den wichtigsten Übungen ab 17.000 Mann laden wir Beobachter ein. Die Beobachtertätigkeit gehört inzwischen zum militärischen Alltag in der DDR. Gestatten Sie mir, Sie im Namen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und zugleich auch im Auftrag des Ministers für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, auf unserem Territorium bei Tasnik zu begrüßen. On behalf of the government of the German Democratic Republic and at the same time on behalf of the Minister of National Defense, General of the Army Heinz Kessler, I'd like to welcome you on our territory. Уважаемые наблюдатели, разрешите мне Etwa 40 Militärs aus über 20 Unterzeichnerstaaten der KSZE besuchen jede von uns angemeldete Übung. Die Staaten des Warschauer Vertrages vertreten den Standpunkt, dass die Achtung des Willens der Völker den Verzicht auf die Konzeption der nuklearen Abschreckung gebietet. Unsere Militärdoktrin geht von dem Erfordernis aus, das Gleichgewicht der militärischen Kräfte auf möglichst niedrigem Niveau zu halten, sowie die Militärpotenziale auf einen für die Verteidigung notwendigen Stand zu reduzieren. Dass viele Beobachter diese unsere Ansicht respektieren, bringen sie zum Ausdruck. Oberstleutnant Seidel, BRD.
Nun, wir als Soldaten wissen natürlich ganz besonders um die Wirkung von Waffen. Und ich glaube, dass das Ziel von Soldaten sein muss heute, den Frieden zu sichern, mit den vorhandenen Mitteln verteidigungsbereit zu sein. Aber unser oberstes Ziel ist, den Frieden zu erhalten. Generalmajor Hondert, Niederlande. Ich glaube, bin auch der Meinung, dass es sehr wertungsvoll ist, dass wir von NATO-Seite hier mal in Deutschland kommen, um mal die Einheiten der Volksarmee, sowjetrussische und polnische, mal zu sehen und zum Überzeugen zu kommen, dass die auf normale Weise ihre Übungen machen, so wie wir das auch in Holland machen, nur um eine bestimmte Ausbildungsgrad zu erreichen und auf diese Weise beizutragen an eine Sicherheit hier in Europa. Sie befinden sich hier im Bataillonsverteidigungsraum des Roten und Schützenbataillons des MSA 33. You are now at the battalion defense area of the 2nd Motorized Rifle Battalion of the 33rd Motorized Rifle Regiment. Das Bataillon verteidigt sich. Im Haus. The battalion defense itself in the area. In diese Richtung. In that direction. 800 T-Mast. 800 meters. Magsta. Teller. Entlang der vor uns laufenden Höhe mit gelben Sand aufwürfen. Parallelly to the yellow height in front of us. Neben dem Kennenlernen operativ-taktischer Gefechtsaufgaben bieten sich den Beobachtern viele Möglichkeiten, Verteidigungsstreifen, Stellungen und Übungsräume der handelnden Truppen vor Ort zu besichtigen und mit Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren ins Gespräch zu kommen. Brigadegeneral Grogan, USA. Das ist die erste Übung, an der ich teilnehme. Wie ich das so einschätze, lief die Sache sehr offen ab. Wir haben die Möglichkeit gehabt, am ersten Tag mit Soldaten zu sprechen und Technik zu sehen. Wir haben gute Briefings gehört und ich glaube, das, was wir gehört haben, war offen. Soweit ich einschätzen kann, ist das ein sehr guter Anfang für die Erfüllung des Stockholmer Dokumentes. Vertrauen wird nur auf der Basis der Gegenseitigkeit gewonnen. Inspektionen auf beiden Seiten im Sinne des INF-Vertrages und der Stockholmer Beschlüsse sowie eine intensivere Beobachtertätigkeit gewinnen deshalb zunehmenden Wert. Dazu sagen, dass hier eine Premiere bei Manövern der Staaten des Warschauer Vertrages stattgefunden hat. Und das war die Einweisung am Montag mit dem Hubschrauberflug über das Übungsgelände. Damit wurde ein sehr guter Eindruck von den Übungsplätzen vermittelt. Durch die Unterstützung der Beobachter seitens der Leitungsoffiziere haben wir auch die Truppen erkennen können, natürlich auch durch Eigenbeobachtung. Und die haben wir auch auf dem Boden wiedergefunden.
Oberst Giles, Großbritannien. Ich glaube, dass das, was die NVA uns gezeigt hat, ihr Vertrauen beweist, ausländischen Offizieren zu gestatten, direkt mit Soldaten zu sprechen, und zwar in Situationen, die vorher nicht eingeübt wurden. Ein erfahrener Berufsoffizier wird sofort merken, wenn etwas vorher einstudiert wurde, besonders wenn es sich dabei um die Beantwortung von Fragen handelt. Für uns als Beobachter war es deutlich, dass die Fragen offen und ehrlich beantwortet wurden, ohne dass sie vorher geübt wurden. Fast schon Reservist. Sind Sie ein Reservist, ja? Sind viele hier in im Stadtsitzungsraum Reservisten? Ja. Und haben zu einer 14-tägigen Übung eingezogen für diese Vierteljahr. Vierteljahr lang machen wir das. Hier scheint wirklich was zu reparieren zu sein. Wir haben in jedem Bereich für die Kfz-Instandsetzung, für die Bahnsoll-Instandsetzung, Artillerie-Instandsetzung einen gewissen Anteil an Sortimenten, an Ersatzteilen. Dann führen Sie alles mit? Und die führen wir mit. Die führen wir mit. Das ist unterschiedlich im Bataillon selbst, im Instandsetzungsbataillon, beziehungsweise im Verband. Und das haben Sie hier? Ich zeige hier alles, was der Teil des Instandsetzungsbataillons hier mitführt. Sie können auch die Werkstattwagen ansehen, kommt überall rein. Oberstleutnant Nielsen, Dänemark. Zuerst möchte ich sagen, dass ich das als einen ersten großen Schritt in Richtung Realisierung des Stockholmer Dokumentes betrachte. Ich bin beeindruckt von dem, was wir gesehen haben. Unsere Einladung hierher bedeutet, dass wir uns gegenseitig mehr informieren können, wir uns treffen können, dass wir sehen können, wie es jeweils beim anderen aussieht. Ich glaube, das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Wir müssen weiter vorangehen, aber nichts übers Knie brechen. I think that'll take time. We have to proceed, but we have to proceed slowly. I think. Ein weiterer Aspekt ist, glaube ich, ein persönlicher, nämlich wie der Geist der Stockholmer Konferenz hier während der Übungen umgesetzt wurde. Und ich glaube, diesen Aspekt konnten die Verhandlungspartner in Stockholm ursprünglich nicht voraussehen. Denn nur dann, wenn wir, wie das hier der Fall ist, Gruppen von Soldaten und Offizieren haben, die zusammenkommen, die gemeinsam ihre taktische Aufgabe erfüllen, über gemeinsame Dinge sprechen, gemeinsam essen, Bus fahren, gemeinsam Späße machen, nur dann kann man wirklich sehen, wie sich dieser Geist in der Praxis entwickelt hat. Und ich glaube, dieser Aspekt hat dazu beigetragen, dass die Manöver für uns eine sehr angenehme Erfahrung waren, obwohl es hier mitunter etwas laut zuging. Generalmajor Motgeski, CSSR. Ich bin das erste Mal bei einer Beobachtung. Wobei das nicht die Hauptsache ist. Wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang die Realisierung der weitreichenden und wichtigen Vorschläge bezüglich einer kernwaffenfreien Zone in Mitteleuropa und bezüglich des Abzuges der chemischen Waffen bzw. der Schaffung von chemiewaffenfreien Zonen. Diesem Anliegen war auch das bisher größte Weltforum für kernwaffenfreie Zonen in Berlin gewidmet. Über 1000 Persönlichkeiten unterschiedlicher Weltanschauung aus 113 Ländern suchten nach weiteren wirksamen Wegen,
den Frieden sicherer zu machen. Die DDR baut aktiv mit am gemeinsamen Haus Europa. Inzwischen ein zeitgeschichtliches Dokument. Journalisten besuchen das ehemalige Raketenobjekt der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland in Waren. Der Militär unseres Landes übergibt dem Vorsitzenden des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes den Schlüssel für ein neues Ferienheim. Auf solche Weise wird der erkämpfte Frieden immer reichere Früchte tragen.